Der Gründer des kanadischen Pharmaunternehmens Apotex und seine Frau sind in ihrem Haus in Toronto tot aufgefunden worden. Das bestätigte das Unternehmen am Freitag. Laut Polizei wurde am Mittag ein Notruf aus dem Haus der Shermans abgesendet. Die Beamten wollten die Identität der Toten zunächst jedoch nicht bestätigen. Man gehe derzeit nicht von Mord aus, aber von verdächtigen Umständen. Dies sei zunächst nur ein Ermittlungsansatz, so der Polizist. Die pathologischen Untersuchungen seien noch im Gange. Nach Verdächtigen werde derzeit nicht gesucht. Bisher gebe es auch keine Anzeichen dafür, dass sich jemand gewaltsam Zugang zum Haus verschafft hätte. Barry Sherman war einer der reichsten Männer Kanadas. Er hatte Apotex 1974 gegründet. Das Unternehmen ist laut eigenen Angaben der wichtigste Pharmahersteller des Landes. Sherman und seine Frau Honey galten als große Philanthropen. Kanadische Politiker äußerten sich bestürzt über den Tod des Paares, das vier Kinder hinterlässt.